Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ja, wie ihr euch es vorstellen könnt, es dreht sich heute um den MAN TGS. Denn der MAN TGS, da gibt es eine traurige Nachricht, den gibt es nicht mehr. Einfach so. Ich hatte das schon vor ein paar Wochen gesehen. Und es wird immer schwieriger, einen zu bekommen. Das heißt, hier ist einer, den ich mir wieder ermogelt habe. Und das ist der ursprünglich umgebaute. Das ist der mit der Pendelachse, mit der Lenkachse und so weiter. Und dafür habe ich ja das MAN Faulenzer-Paket. Aber es ist natürlich schade, wenn es den MAN jetzt neu nicht mehr gibt. Ja? Das heißt, es wird immer schwieriger. Ab und zu gibt es noch irgendwo mal einen in der Bucht bei Kleinanzeigen. Letztens habe ich ihn auch irgendwo in einem Shop nochmal gesehen. Es wird aber eher zäh. Und es ist aber trotzdem eigentlich mein liebstes Fahrzeug. Neben dem Volvo-Dumper. Ja, also MAN TGS. Ich finde ihn auch so einfach schick mit der weißen Kabine, rote Brücke drauf. Ja, also es ist echt schade. So, ich habe mir ein bisschen was überlegt, deswegen seht ihr hier die Versammlung der LKWs von Bruder. Wie gesagt, das ist der umgebaute, der ist ein bisschen schwierig zum Handhaben jetzt in dem Video, deswegen stellen wir den weg und nehmen jetzt aber stellvertretend den anderen. Und ja, um was dreht sich's? Ihr wisst, MAN Faulenzer-Paket ist im Endeffekt das hier. Das heißt, wir haben hier ganz grob die Sets, um die es geht. Neben ein paar Kleinigkeiten haben wir hier die Pendelachse für hinten plus die Radadapter. Wir haben einmal ein Kippermodul und wir haben eine Lenkachse mit Faulenzer-Block. Ja? So, das sind die Bausätze, um die es heute geht. Ich habe das auch mal hier verbaut. Das ist allerdings mit Gummibereifung. Einfach mal zum Zeigen, wie es aussehen kann, wenn man Gummireifen drauf hat. Die sind selbst gegossen im Übrigen. Und genau, wer heißt, wir haben hier hinten dieses 3D-Pendel, wir haben hier vorne Lenkachse, Faulenzer-Block und der Servo ist hier drin, dass man einfach mal sieht, wie sieht die ganze Sache aus. Und ich hole mal den hier mit dazu. Ihr seht, das heißt, wir haben hier einfach genau den Radstand übernommen von dem Ganzen und das Ganze wird einfach eingeklickst und angeschraubt und das Thema ist fertig. Und um genau dieses System geht es ja auch. Ja? Und wie gesagt, ja, den MAN gibt es nicht mehr, den habe ich mir eben noch ergattert. Aber ich wollte trotzdem mal eine Lösung bieten für das Ganze. Das heißt, ich mache mal hier weiter vor. Ich habe mir echt überlegt, was machen wir? Ich finde das echt, ich finde es einfach nur schade, dass der rausgefallen ist, während andere, ich sage jetzt einfach mal, wesentlich ältere Modelle im Sortiment geblieben sind. Finde ich echt traurig, finde ich echt schade. Und deswegen habe ich einfach jetzt mal ja, den Warenkorb bemüht und habe einfach mal alle möglichen LKWs bestellt. Auch welche, die ich noch gar nicht da hatte tatsächlich. Damit wir uns die gemeinsam jetzt mal angucken können. Und ich habe im Vorfeld natürlich schon mal ein bisschen reingeguckt. Das heißt, der hier oben ist der, der hier natürlich am ehesten greift. Das ist auch ein MAN TGS, allerdings mit der grünen Kabine und dem Kran drauf. So, das hier ist er. Er ist auch schön, keine Frage. Also überhaupt kein Ding. Wer das Grüne lieber mag, ich fand das Weiß schöner als jetzt das Grün. Aber man könnte es tatsächlich ja vielleicht umlackieren. Ja, ist zwar eine Sauarbeit, weil man muss viel abbauen oder viel abkleben, aber es wäre natürlich möglich. Man kann ihn natürlich auch einfach in Grün bauen. So. Rote Brücke habe ich jetzt keinen da, aber die gelbe. Und jetzt sehen wir eigentlich genau den Punkt. Ich drehe ihn gerade mal so rum. Die Kipperbrücke ist genau die gleiche. Und auch die Kabine ist genau die gleiche. Und das Einzige, was ist, dass die Kipperbrücke einen Tick weiter hinten angebracht ist, damit der Arm hier zwischen reinpasst. Das ist alles. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mir das anschaue, ihr habt es ja gerade beim anderen MAN gesehen, habe ich hier den Radstand und ich zeige es euch hier auch. Der Radstand ist genau der gleiche. Ob ihr jetzt den weiß-roten MAN TGS habt oder den grünen mit dem Gelb und dem Kran drauf, spielt überhaupt keine Rolle. Es passt alles. Denn der untere Rahmen hier ist der gleiche. Dieses Teil hier ist genau das gleiche. Das heißt, hier baue ich eine Lenkachse ein, hier baue ich das 3D-Pendel ein und das Ding läuft. Und jetzt ist die. So schnell klickt man es aus.
Jetzt ist noch das Thema mit der Kipperbrücke. Ja, das passt. Also die Easy-Kipp-Mechanik passt auch hier rein, denn diese Aufnahme hier ist die gleiche. Und damit dieser Arm hier reinpasst, ist hier hinten nur eine Verlängerung drin. Ich zeige es euch gerade mal ein bisschen im Näher, wenn ihr das seht. Hier hinten, dieses Stück, dieses Teil hier, hier. Das ist hinten auch angebaut, damit die Brücke einen weiter hinten angesetzten Kipppunkt hat. Das ist alles. Das heißt, was könnt ihr machen? Ihr könnt den Kran rausnehmen und dieses Stück, dann habt ihr genau dieses Modell halt in grün-gelb. Ansonsten ist genau das gleiche Teil. Wirklich. 1:1. Passt alles. Ich klicke das mal hier wieder rein. Schaut ja furchtbar aus. So. Passt. Genauso einfach ist übrigens der Einbau hier auch. So. Genau. Also, ist möglich. Ihr könnt natürlich den Kran auch dran lassen. Ihr könnt den Kran noch umbauen. Ihr könnt ihn, wie gesagt, rausmachen. Das Einzige, wenn der Kran dran ist, muss man natürlich gucken, wo ich hier mit meiner Batterie hinkomme. Denn ihr wisst, ich packe das alles immer hier vorne einfach unten rein. Das habe ich jetzt hier halt dann erstmal ein bisschen verbaut. Da muss ich mich anders arrangieren. Passt aber auch alles hin. Ja? Also, das hier ist die Wahl der Wahl, wenn ihr sagt, ihr wollt den hier nachbauen. Und jetzt kommt eigentlich der Clou, weil ich ja schon gesagt habe, die grüne MAN-Kabine ist jetzt nicht so meins. Ganz ehrlich, bevor ich dieses Teil hier auseinanderbaue und lackiere, was richtig Zeit frisst und also bei meinen Lackierkünsten nicht mal im Ansatz an das hier rankommt, schnappe ich mir den hier. Denn ironischerweise ist der hier aus dem Sortiment. Wir haben aber immer noch die weiße Kabine. Nämlich hier bei dem Müllauto. Das ist die weiße Kabine. Jetzt wird es hier eng. Ihr seht es. Jetzt muss man arrangieren wie irren. So, also, hier haben wir die weiße Kabine vom MAN TGS beim Müllauto drauf. Das heißt, wenn ich es drauf anlege, kaufe ich das Müllauto noch dazu, tausche die Kabine. Denn auch hier ist übrigens das alles gleich, wer dieses Teil hier umbauen will. Das passt auch da rein. Ja? Zeige es euch. Denn auch hier, der Rahmen ist der gleiche. Könnt ihr also hier einfach unten reinbauen. Habt ihr eine motorisierte Müllabfuhr? Was auch immer ihr damit macht, baut den Container hinten anders um. Legt da eure Ersatzakkus rein. Keine Ahnung. Es ist alles offen. Ja? Also, wunderbar, modular das Ganze. Das finde ich nach wie vor super und wird meines Erachtens ein bisschen zu wenig genutzt. Klar, ich brauche die Modelle dann öfters, aber es lohnt sich. Und wer natürlich jetzt, wie ich, noch kleine Kinder zu Hause hat, der kann natürlich auch sagen, komm, ich tausche die Kabine. Der weiß-gelbe wird dann meiner und das Ding kriegen die Kinder zum Spielen. Ja? Ist natürlich auch alles möglich, ist aber auch, wie gesagt, eine tolle Sache, dass ich das einfach hier so umbauen kann. Ja? Also, behaltet den mal im Kopf. Müllabfuhr mit weißer Kabine, wenn ihr die weiße MAN-Kabine behalten wollt. So viel dazu. Also, wenn ihr wirklich sagt, der hat mir gefallen, den kriege ich aber irgendwie nicht mehr her, dann diesen hier optional eben, wie gesagt, mit der weißen Kabine von der Müllabfuhr. Überhaupt kein Thema. Ja? Und vielleicht kommen wir irgendwann mal hier zu dem Kran. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe es auch lange auf die Bank geschoben. Und ja, vielleicht irgendwann, momentan aber noch nicht. Pack mal den dabei mal wieder oben rein, oder? So, was können wir auch machen? Wir haben hier unten noch den Mercedes-Tankroller. So, der hier hat, wer hätte es gedacht, den gleichen Radstand. Denn auch für den hier, für den Arox mit Abroller, funktioniert zumindest das Fahrwerkset. Ja? Bei der Kippmechanik, ich habe ihn noch nicht so weit zerlegt, muss ich gucken, ob die passt. Da halte ich euch auf dem Laufenden, gleich in diesem Zuge. Gleich mal hier unten Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video online geht. Und dann erfahrt ihr vielleicht schon, ob das Kippermodul hier funktioniert oder nicht. Momentan sage ich eher nein,
einfach mal aus dem Bauch heraus, dass es hier nicht geht. Aber fahrbar machen auf jeden Fall. Und was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eben die hier runterbaut und ihr habt zum Beispiel noch eine andere Kipperbrücke übrig, diese hier, oder ihr könnt natürlich auch die hier drauf bauen. Der Rahmen unten ist wieder der gleiche. Und hier seht ihr dieses Verlängerungsstück hier. Denkt euch mal dieses Teil hier weg. Das hier ist immer das gleiche. Das ist die Verlängerung, die auch der MAN-TGS mit der gelben Brücke hat. Damit der weiter hinten den Anschlagspunkt hat. Allerdings ist der hier für den Abroller, der eben nicht. Ja, das heißt, wenn ihr den hier habt, ihr könnt auch hier die Kabine tauschen. Könnt im Endeffekt auch einen Arox machen mit gelber Kipperbrücke drauf. Ja? Und Kran, meinetwegen. Also dieses Teil mit dieser Kabine geht alles. Denn der Rahmen hier unten drin ist der gleiche. Ja? Was sich immer nur ändert, sind hier diese Tank- und Deko-Elemente unter Fahrschutz, wobei die hier auch relativ gleich sind. Guck gerade mal, hier drüben steht nichts. Ah, der MAN hat noch den MAN. Ist das ein Tank? Keine Ahnung. Dieses Teil, bei dem anderen steht MAN drauf. Ja? So. Ist also gar kein Thema. Können wir auch benutzen. Wie gesagt, Fahrwerk passt auf jeden Fall. Ja? Und mit dem Abroller, mit dem Kipper, müssen wir einfach mal schauen, wie wir uns da arrangieren, ob wir da eine Möglichkeit haben, das natürlich auch irgendwo mal funktional zu machen. Und zwar so, dass es auch wirklich funktioniert, kippen und eben abrollen. Ja? Kommen wir zum letzten. Oh, pack mal den mal wieder ein. Jawohl. Das ist einfach doch der schönste. Der Arox in Gelb. So, interessanterweise hat der keine rote Mulde mehr drauf. Denn mit der roten Mulde haben wir ihn schon gemeinsam umgebaut. Den schönen Vierachser. Hier auch, es gibt ein extra Bauset, da könnt ihr genau den so bauen. So, der ist auch noch verfügbar, so wie er jetzt hier ist. Ja? Die Farbe der Mulde macht übrigens keinen Unterschied, ob die Module passen. Ja? Das mal vorneweg. Also das Kipper-Modul kippt auch blaue Kipperbrücken, ist überhaupt kein Thema. Jetzt haben wir dieses Teil hier und auch hier ist das Fahrwerk das gleiche. Ich zeige euch das. So. Sieht man das auf dem Video? Ich hoffe es. Jetzt bin ich zu weit hin oder zu weit vorne. Hier, wir haben hier einfach nur eine zusätzliche Achse. Und jetzt kommt der Clou, ihr könnt die auch rausmachen. Ihr müsst den gar nicht als Vierachse bauen. Denn diese Achse ist hier nur eingeklippt. Das ist ein Zusatzteil, diese vierte Achse. Und wenn ihr die rausnehmt, habe ich dieses Modell auch als Dreiachser. Unter uns Pfarrerskinder, ich mag die Dreiachser lieber. Denn die Vierachser sind trotz Pendel, trotz Feder immer ein bisschen starrer im Gelände und die Dreiachser gleichen sich da einfach schöner aus. Sie fahren einfach schöner. Aber mit vier Achsen schaut er natürlich ein bisschen wuchtiger aus. Ja, vielleicht gefällt mir auch der vier. Ich weiß es nicht. Ich mag den Dreiachser. Ich mag den MAN, so wie er da ist. Dreiachser, weiß-rot. Aber haben wir halt nicht mehr. Also müssen wir uns arrangieren. Wie gesagt, ihr könnt die hier rausbauen. Was das Tolle ist, ihr könnt den hier auch rausbauen und könnt den technisch gesehen woanders einbauen. Das heißt, ihr könnt auch sagen, ich mache den Abroller mit vier Achsen. Ich mache den MAN-TGS mit vier Achsen. Ich könnte technisch gesehen auch sagen, ich kaufe mir den hier, will den als Dreiachse und die Achse baue ich hier rein. So, ihr könnt auch diese Kabine hier drauf backen. So, das heißt, die Kabine mit blauer Rundmulde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch der Hammer. So, und dann wahlweise als Vierachser oder eben als Dreiachser. Ich würde ihn als Dreiachser ausführen unter uns, aber das überlasse ich euch, denn die Wahl habt ihr hier absolut, ob ihr sagt drei oder vier Achsen. So, das heißt, die hier runter, die weiße MAN-Kabine vom Müllauto drauf, ist doch ein super Modell, ist doch der Hammer. Ja? So, hier im Übrigen, hier passt das Kipper-Modul, das Einzige, was wir brauchen, weil es eine Rundmulde ist, die hier bis unten hin abschließt. Wir brauchen eine kleine Erhöhung, dass die ganze Mechanik unten reinpasst. Ja, das erhöht die Kipperbrücke, dieses Teil hier, einfach um ein paar Millimeter, damit alles sauber unten reinpasst und wir einen schönen Anlenkpunkt haben. Ja, ansonsten funktioniert das alles wunderbar. Geht einwandfrei hier rein. Ja, das heißt, wir haben alle Optionen offen. Und wie ihr seht, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene LKWs stehen. Mit alle dem gleichen Fahrwerk. Das heißt, die 3D-Pendelachse und die Lenkachse
und natürlich auch die Doppellenkachse, wenn ich den Vierachser bauen will, passt alles rein. Das Einzige, wo wir gucken müssen, ist mit dem Kippermodul, aber da am besten einfach eine Anfrage schreiben bei der Bestellung, das und das möchte ich umbauen, passt das, brauche ich was dazu, brauche ich eben die Unterlegteile oder ähnliches, alles kein Problem. Ja? Und wie gesagt, dass er weg ist, ist schade, der MAN, aber wir wissen uns doch zu helfen. Wir sind ja immer ein Modellbauer, oder? Also, ihr seht, es ist sehr funktional, sehr kompatibel zu allem. Und genau, die Teile findet ihr alle auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de. Ich mache euch unten aber einen Link mit dazu. Und die Modelle, die ich jetzt hier habe, verlinke ich euch, soweit ich sie finde, auch nochmal unten in der Beschreibung. Und genau, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Umbauvideo wieder. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Bis dann!